Oho! Muss ein Anfänger beim Wandern immer mit einem Wanderstock bewaffnet sein? Ist das notwendig? Nein, nein, nein. Also das muss auf jeden Fall nicht. Wanderstöcke sind da sinnvoll am Anfang, soweit wenn Leute Knieprobleme haben oder haben Hüftprobleme. Und dann ist einfach auch Kreuzprobleme, hauptsächlich Rückenprobleme, sagt man so. Und da können sie halt mit den Wanderstöcken können sie schön gerade gehen. Das heißt, richtig schön gerade Kreuz durchdrücken. Man sagt ja auch, diese Trekkingstöcke, speziell, die sollen immer in der Armbeuge 90 Grad haben. Das heißt, wenn ich bergab laufe, sind die Stöcke länger. Wenn ich hochgehe, sind die kürzer. Immer so, dass das Kreuz durchgedrückt ist. Wanderanfänger ist ein bisschen schlecht, aber auch jüngere Leute können Wanderstöcken gebrauchen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich im Wasgau bei uns in den Felsenregionen gehe, einfach zum Abstoßen oder zum sicheren Halt, wenn ich abgehe oder hochgehe, sind die Wanderstöcke auch sehr, sehr sinnvoll. Oder wenn ich in den Bergen bin, da kann ich sie auch gebrauchen. Da sind die also sehr, sehr wichtig.